Dazu kommen Damen und Herren zu meiner ersten Welle in 7 Days to Die. Wir haben noch knapp anderthalb Stunden Vorbereitungszeit, wo sie kommen. Weshalb ich jetzt schnell nach Hause will, mein ganzes Inventar leer machen will, bevor sie kommen. Und da würde ich sagen, werden wir unbedingt das Militärcamp nochmal abchecken müssen. Nur mit Dietrichen diesmal. Weil da ist noch ein Safe und eine, keine Ahnung was das war, so eine fette Truhe. Allerdings sind da drinnen Zombies mit roten Augen. Das sind eigentlich die, die immer erst in der Welle kommen, was mich wundert. Bin ich gerade blöd? Da bin ich. Sagen wir, Haus wird nicht mehr markiert. Das Wetter stimmt sich langsam mit ein. Wir haben auf jeden Fall viele nette Sachen jetzt nochmal gefunden. Zum Beispiel eine Waffe und alles. Lass ein Spike hier stehen, zur Sicherheit. Das ist nicht, dass sie es angreifen. Alter, ich habe das Gefühl, dass sie manchmal die Akku auf das Ding ziehen. Einmal ganz schnell. Zack. Zack. Hauptsache, es geht erstmal alles weg. Okay, Münze nochmal hier. Gewehr. Weiß nicht, wie viel wir brauchen. Machen wir so mit. Ich würde auch noch die Schrotflinte mitnehmen, tatsächlich. Uns beeilen. Ich finde gerade die Sachen nicht, die ich suche. Wenn, da habe ich bereits welche. Okay. Gott, mein Hirn. Sag mir bitte, ich hab irgendwo was zum Trinken, Leute. Irgendwo. Das sieht schlecht aus. Das sieht echt schlecht aus. Ich habe nichts mehr zum Trinken. Pflanzen. Das. Und noch irgendwo Steine. Richtige Steine. Immer die mit zur Sicherheit. Ja, okay. Wir gehen jetzt. Ah, ist auch so eine Einzelschusswaffe. Eieiei. Ah, das ist Lehm. Das ist Lehm, Leute. Oh, fucking Steine. Ich bin ja noch verwundet. Wir haben leider echt nichts zum Trinken. Ich hätte gerne noch eine Flasche mitgenommen, nämlich. Was sage ich, mache mir gerade meistens Sorgen, dass ich es gar nicht mal bis zum Haus schaffe. So fuck off. Das miese Gefühl, dass ich es nicht bis zu meiner Hortenbasis schaffe. Ich darf den Stein nicht aufheben, das ist ein Stein. Leute, da vorne ist es doch schon. Bitte. Oh,
Oh ne, da kommen sie schon. Jetzt Ausdauer tanken. Mitte, dass die runterfallen, funktioniert immerhin. Gott, 6 Stunden das jetzt. Die Zombies sind auf jeden Fall sehr laut, wie so eine Menge ist. Gucken. Es ist so verdammt laut. Es gibt leider kein Geräusch generell für die Zombies, ist das Problem. Ich würde es vielleicht mal so machen, ein bisschen leiser stellen. Auf jeden Fall ein paar Rucksäcke. Ich verstehe nicht, warum sie das jetzt angreifen.
Oh, es hat gereicht. Sagen, unsere Basis funktioniert gut.
passiert. Stunden schaffen das. Alles meine Fans und alle zu mir. Stunde noch.
Oh, die haben irgendwas kaputtgeschlagen unter mir. Ach du Scheiße, Leute. Also hätten wir es jetzt gerade nicht hier reingeschafft rechtzeitig. Eieiei, dann wäre aber viel schief gegangen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.